So, Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Defiance mit euer G-Tobi. Und ja, wir haben eine nächste Hauptmission. Blaue Boden für einen Banditen. So, da werde ich mich einfach jetzt mal hin teleportieren. Das geht am schnellsten. Yo. Also die Welt ist schon so gesehen schon groß und es soll bei Defiance ja auch noch weitere Sachen kommen. Also die von Trion ja, planen schon noch eine Menge in diesem Spiel. Wow. Ich glaube, wenn man das wirklich so viel durchziehen würde, also auch die ganzen DLCs und so ein Kram, da hat man locker bestimmt schon 400, 300 Folgen oder ach, keine Ahnung, also Parts schon. So kommt drauf an, wie die so sind. Trifft dich mit Rosa in der Doktormine. Joe Cheech hat die Eichenzelle und Rosa will den Tod ihres Vaters rächen. Ah. Ich mache diesen Shivo platt. Oh yeah, du bist hart, Baby. Ah. Aber ich bin auch hart, darum wollen wir beide ihn killen. Das machen wir auch. Wir killen die Typen jetzt. Wir machen den richtig kalt. Du willst die Zelle wohl nicht als Einziger. Ja, das sieht doch mal interessant aus. Diese Kerle gehören zur dunklen Materie. Das ist sehr beunruhigend. Los, wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Feind in. Oh wow, jetzt fangen wir wohl gegen die richtigen fiesen Gegnern an. Dunkle Materie, die sollen richtig derbe sein, habe ich auch gehört von MB Chaos. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. Also gegen solche Kerlen da zu kämpfen. Die dunkle Materie, oh mein Gott. Vernichte alle feindliche Kräfte. Ja, stirbt. Yeah, Baby. Voll die fette Pistole auf jeden Fall. Stirbt. Ja, die Piste geht echt gut durch. Oh mein Gott, das sind so viele Gegner hier wieder. Ey, ja, chillt mal euer Leben. Wow. Sie scheinen eine Elite-Einheit hergeschickt zu haben. Das sieht auch wohl danach aus. Alter, ich habe ja fast kein Leben mehr. Ist gar nicht gut. Die rushen wieder auf mich zu. Oh, die lassen eigentlich keine Ruhe. Ich brech dir die Knochen! Aua, nicht den Knochen brechen, aua. Finde ich nicht cool. Ah, Knochen brechen. Ich sitze fest. Ah, das geht ja nicht. Die haben es auch so drauf, die Gegner. Komm her, du. Komm her. So. Gute Arbeit. Gebiet gesichert. Gebiet gesichert. Sichere das Gebiet. Wir dürfen keine Mistkerle am Leben lassen. Ja, Mann, wie sollen sie alle erledigen? Jetzt kommen wieder hier die 99. Die wollen uns jetzt auch noch ein bisschen stressen. Ich glaube, die sind alle irgendwie durchgeknallt hier. Ich glaube, die rasten alle jetzt ein bisschen aus. Es geht los! Und da werden so widerlicher Geschütz. Der uns echt auf den Sack geben will. Ah, Mann, bleib doch mal stehen! Ja. Bam. Aua, 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 das tut weh, aua. Oh, nein. Ah, Gina.
Oh, Baby, was machst du da? Was machst du da? Komm schon. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Dass es dir gut geht. So, erstmal unschädlich machen, Geschütz. Hier ist alles sauber. Gut, dann gehen wir mal weiter. Sesam, öffne dich. Wow. So, erstmal fett Muni holen. Oh yeah. Hab nachgelegt, Baby. Die Zelle gehört mir. Mit ihr bin ich vollständig. Dann kann mich keiner mehr aufhalten. Das werden wir noch sehen, Teach. Die kleine Rosa Rodriguez. Ich erinnere mich. Wie geht's, Daddy? Ah! Schön launisch. Der sieht aber ganz schön psychomäßig aus, der Typ. Oh ja, ein ganz creepy Typi. Jetlag Joe. Oh yeah. Oh man, der hat einen fetten Schutzschild oder sowas. Ja, da sind die ganzen 99 Leute. Oh. Ah, und ab. Und haut ab, Mann. Verdammte Mistkerle hier. Ne? Kommt auch schon überall rausgekrochen, ne? Hallo, ihr habt's doch recht. So. Buchschaden. Aua. Nein! Wie viel Leben die abziehen können. Hier ist alles sauber. Nochmal öffnen. Ey, die ziehen richtig viel Leben ab. Nochmal. Lol. Oh, das ist bestimmt irgendwie so ein fetter Bossfight. Und da muss man das, so gesehen, schaffen, sonst hat man versagt. Jetzt. Muss ich da irgendwie da reinballern? Oder was muss man machen? Verstärkung ausschalten. Und aber ordentlich Verstärkung. Oh meine Güte, die gehen ab. Wow. Wow, 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 wow. Ah, ihr kriegt mich nicht. Ah, ah. Oh, da von mir. Nein, geht doch mal weg von mir. Ihr Plagen. Alter, haut doch mal ab von mir. Schlimm. Richtige Stalker-Kinder. Nein! Na, das war so schlecht. Das war richtig schlecht. Hier ist alles sauber. Pff, ey, die Verstärkung, die ist richtig ranzig. Was ist das für ein scheiß Boss? Ah, du bist eine Kacke, Jolek Joe. Jolek Joe, Jolek Joe, yeah. Jetzt stirb wie dein Vater. Ey, aber sie bleibt da oben, ne? Ja, Hauptsache der Gigatomi soll alles machen, ja. Genau, teleschockisiert mich noch. Nein! Oh! Der freut er sich auch noch, dieser Typ, ey. Also der scheint wohl der Typ zu sein, der diesen heftigen Bohrer hat. Und jetzt will sie Rache. Von diesem Typen mit dem Bohrer. Also ich lade ja mal mein Schild aufladen.
Alter, ich sehe nichts. Flammen. Oh, wie kommt dann noch als Verstärkung? Nein, keine Muni. Bereit machen. Hallo, ich brauche Muni, Mann. Please. Gib mir hier Muni. Ja, geil. Oh, sehr schön, Munition bekommen. Stirbt. Oh, ey. Ich hoffe mal, das war es jetzt mit den letzten Leuten. Was der hier so hat. Wow. Du wirst sterben. Bleib zurück, Archenjäger. Haha. Dein Pech. Da oben ist er jetzt. Deine Schilde sind unten. Super, jetzt kannst du dich nicht mehr so toll fühlen. Oh. Tank des Schmelzers. Oh Mann. Was für eine kranke Scheiße hier. Alter, ich sehe gar nichts hier. Das ist so derbe, weil viele mal auf einen zukommen. Boah. Chillt euer Leben, jo. Oh. Da ist noch ein Schmelzer. Haha. Fass sie ein. So kriegen wir also sein Schild weg. Das wird noch ein bisschen dauern hier, Leute. Wieder auf den Treibstofftank des Schmelzers. Ja, wie denn? Aua! Oh, das ist so unnötig, dass ich so viel Leben habe. Oh. Gut so. Bleib doch stehen, Junge. Ach, Mann. Trifft ihn nicht. Nein! Lauf dahin. Ja! Oh, jetzt ist voll geil, wie die da hinlaufen. Seine Schilde sind unten. Ey, ehrlich, ne? Dieser Typ, der erholt sich immer sehr, sehr schnell, finde ich. Ja. Ein Schmelzer. Ein Schmelzer. Nein, aua. Ja, aua, aua, aua. Volle Pulle drauf. Mistkerl. Dass er so viel einstecken tut. Als Boss. Oh. Ja. Die treffen immer so perfekt Granaten. Treibstofftank des Schmelzers. Wo ist eigentlich der Schmelzer wieder? Ah, da. Ah. Lol, Alter, ja. Kannst du auch mal brennen? Ja, super. Müssen wir mal kurz. Seine Schilde sind unten. Krasser Typ. Yeah, aufgestiegen. Schieß auf die Bengals. Oh. Hallo, ich will den Tank anbrennen. Ah, abschießen wir nicht. Oh. Oh, warte mal. Nein. Oh.
Das ist so komisch. Ja, das war's jetzt wieder, ey. Oh. Nein! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das ist voll heftig, der Gegner. Na gut, Leute. Oh, es tut mir leid. Der hält echt voll viel aus. Auf jeden Fall, schaut uns den nächsten Part. Puh, der Boss hat es echt in sich. Und ja, lasst mir sonst ein Like da, wenn es euch ja, der Part gefallen hat. Würde mich freuen. Und ja, außerdem könnt ihr auch noch unten in der Playlist schauen. Also auch die anderen Parts. Oder guckt einfach mal andere Projekte, wenn ihr möchtet. Ja, das war es erstmal von diesem Part. Ich danke mal herzlichen Dank für, ja, fürs Zuschauen. Und